skeletons and speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. The shrieking skull will shock your soul and seal your doom. Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Hardcore, wo wir in den letzten Folgen, na, was haben wir gemacht? Nein, wir haben so ein bisschen hier am Dorf rum angefangen zu arbeiten, bisschen hier ein bisschen was zugemacht, wir haben da hinten vom Berg ein bisschen Erde abgebaut und wir haben unten angefangen mit unserem kleinen Arbeitsbereich, den wir nachher brauchen. Des Weiteren habe ich gerade zwischen der letzten Folge und der jetzigen gerade mal gesehen, dass man sogar in Minecraft Vanilla Chunks laden kann, was ich noch gar nicht wusste. So, werde ich mir nochmal irgendwann angucken, ob ich das mal mit einbringen kann, weil damit kann man natürlich auch in einem Hardcore-Projekt automatisch farmen. Und wer mich kennt, ich liebe automatische Farmen. Und das werde ich mir auch zunutze machen, auf jeden Fall. Wie und wann und ne, das schauen wir dann. Aber dass man schon mal weiß, was ich noch auf jeden Fall noch machen werde. Ne? So, ich muss euch auch mitteilen, was so noch ansteht, wollte ich gerade sagen. Was noch so bevorsteht, was noch so ansteht. Was man alles noch so ein bisschen machen könnte. So, er ist hier der Archer. Trotzdem bekommt er jetzt hier einen kleinen Weg lang, warte mal. 1, 2, 3. 2 Blöcke reichen vollkommen aus. Das weitere hier wird erstmal zugemacht. Bitte, geh weg. Keine Zeit für dich. Hier auch wieder 1, 2. Oh, bitte wird doch grün, Mensch. Dann möchte ich gerne hier die Farm so ein bisschen haben. Auch gerne auf dem Wasser. Aber wir brauchen erstmal eine Mitte. Das heißt, wir gehen jetzt sowieso erstmal um das Haus herum. Und kommen dann. Ich überlege gerade. Hier wieder hoch. Guck mal. Machen wir so. Der In- und Zweierweg. So, also kommen wir dann hier wieder hoch. Und hier ist dann schon wieder ein bisschen Erde. Weg. Nein, noch nicht dahin. Boah. Ganz viel Wasser hier, ne? Alter Schwede. So viel Wasser. Stört. So. Natürlich muss ja erstmal das Grün werden. Wird es ja auch nach und nach. Also können wir schon mal anfangen, hier ein bisschen was Sinnvolles zu zaubern. So. Natürlich kacke hier, ne? Der hier wird nie grün, außer ich nehme Silk Touch. Dementsprechend. So. Ich glaube, das hier mache ich so weg. Das ist eigentlich voll kacke. Das machen wir weg, komm. Du darfst gehen. Du bist frei. Ups, nein. Tut mir leid. Entschuldigung. Hätte ich dir was geben? Nur abkaufen. Nein, Mann. Das stimmt auch. Kannst du auch andere Angebote nehmen? Jetzt behält er die gerade, ne? Ah, jetzt behält er die ja gerade. Na gut, egal. Stellen wir das mal wieder hin. Hier kommt auch Erde hin, logischerweise. Und dann gehen wir gleich erstmal pennen. So. Erstmal Rünschle ins Bett, ja? So. Gucken wir mal. Da
Das hier wird dann hier hochgehen. Die Ecke bleibt einfach. Man könnte auch noch sagen, hier, was, guck mal, hier kannst du noch hier rumgehen. Ja, deswegen der Dings nicht. Ja. Geht das deswegen nicht? Ja. Aber jetzt sollte man sie wieder machen können, ne? Ah, so. Ja, mein Lieber. Der muss hier halt ein Einserweg bleiben. Tut mir leid. Dann bleibt hier nur ein Einerweg. Weil ich möchte nämlich schon gerne das hier so behalten. Aber man kann natürlich dann hier rumgehen. Das ist alles kein Thema. So. So, so. Das wäre dann schon mal der Weg hier rum. Zack. So. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Gut, dann würden wir auf jeden Fall nachher hier lang gehen. Gut, dann sag ich mal zum ersten Feld kommen. Jetzt auch noch ausfüllen eben. Wow. Hammer. Ja, ich mal fülle auch hier alles aus. Weil wichtig. Weil hier kommt erstmal ein Zaun hin. Also gleich. Ich würde mich auch gerne lange mit den Feldern anfangen. Hier wäre dann das erste. Es ging ja 4 danach, ne? Genau, 4. Also brauchen wir 5. 1, 2, 3, 4. 5. Wasser. 1, 2, 3, 4, 5. So. Das wäre der Bereich fürs erste Feld. 1, 2, aha. 3, 4, 5. Wasser. 1, 2, dein Ernst? 2, 3, ups, 4, 5. So. Kann man da schon 3 bauen oder ist es im Wasser? No, jetzt geht meine Erde. Jetzt geht die flöten. Ein noch. Man merke meine Faulheit. So. 1, 2, 3, 4, 5. Wasser, 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Das müssen wir noch alles ausfüllen, so ein bisschen. Ich möchte halt auch nicht, dass hier irgendwelche Viecher unter Wasser spawnen, ne? Deswegen machen wir alles schön dicht. Aus mir weiß, vielleicht mache ich immer noch irgendwas anderes damit. Und dann wäre schon schön, wenn da kein Wasser mehr ist. Und ich vermute mal, wir brauchen auch dann gleich noch ein bisschen Erde. Denn lange wird die ja nicht mehr reichen. Ja, das war's. Easy. Aber dann muss der Weg hier wieder weg, weil dann passt er hier nicht mehr, der muss in die Mitte. Und dann vor allem auch nur einer. Einer fällt. Was brauchen wir? Ein bisschen Erde. Obwohl kaputt machen sollte reichen. So, bevor diese Typen jetzt gleich wieder auftauchen. Was futtern. Und bewaffnen. Ich glaube, die haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Da gehe ich jetzt einfach mal ganz fest von aus, die haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Die werden wir wiedersehen. So, damit wir nicht immer hier lange hochklettern müssen. Ernsthaft. Geh kaputt. Ich glaube, auffälliger geht es noch gar nicht mehr.
Boah. Hallo, ich bin wieder weg in der Haut. Ja, einmal Schaufel brauchen, dann machen wir erstmal ein Weizenfeld, ne? Ich meine natürlich jetzt nicht alle Felder ineinander, weil mir jetzt auch mal viel Erde kostet. Aufgrund von Fluss und See und so. Aber dass wir auch so ein bisschen im Tageslicht arbeiten und nicht nur unten. Vor allem müssen wir irgendwann sowieso nach unten, weil wegen Eisen. Entschuldigung. So, haben wir natürlich was dabei? Haben wir natürlich was dabei? Wir haben natürlich nichts dabei, meine ich. Hast du gewonnen? Ja, was ist denn los bei euch? Killt euch mal selber. Au. Krieg ich einen Bogen? Was fehlt einer, ne? Der mit dem Banner fehlt, ne? Oder täusche ich mich da? Ja, der mit dem Banner fehlt. Deswegen wurde ja auch nichts ausgelöst. Ja gut. Umso besser für mich. Würde ich mal so behaupten. Aber ich habe ja Glück gehabt. So. Wollen wir ein bisschen Papier machen? Grünzeug. Obwohl, das lohnt sich gar nicht. Das lohnt sich diesmal. Ich wollte mal, ich habe einen Banner bekommen. Geil. Mach ich mal mein Schild. Ominöse Banner. Weißes Schild. Cool. Trink sie trotzdem mal. Einfach damit ich sie getrunken habe. Brauchen wir eine neue. Das war nur so ein Sicherheitsdrink. Safety first, Leute. Merkt euch das immer. Kühlein, wo seid ihr? Gebt mir doch ein bisschen Milch von euch. Danke. Ne, man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie, wann er noch mal einer auftaucht. Oh, warte mal. Ui, geil. Projektil Arrow. Achso, Projektil Arrow. Cool. Im Crossbow. Easy. So, Piercing. Das macht, glaube ich, wenn man durch einen Gegner durchschießt, dass man das dahinter auch Schaden bekommt. Das finde ich ja cool. Also die war nicht so geil wie die letzten. Da hat mir nicht einer was gegeben. Die waren alle voll gemein. Wird's aus? Shit. Hier, könnt ihr behalten. Gut, das wäre dann das. Müssen wir hier gleich pennen gehen? Aber den Crossbow behalte ich mal. Haben wir noch Pfeile? Nö, wir haben noch bestimmt hier. Wow, zwei Flint. Der macht keine Pfeile, glaube ich. Ich glaube, der macht keine Pfeile. Wir sehen wir gleich am nächsten Tag. Sehen wir gleich.
Noah. Ich habe ein cooles Schwert. Ist teuer. Er ist voll teuer. Nehmen wir mal trotzdem das hier weg. Wir können was, ob ich auch mal andere Dings kriege von ihm. Waffenschmied. Eigentlich müsstest du gleich mal deinen Beruf erlernen. Ja, du darfst kein Waffenschmied mehr sein. Ich hab dir deine Ausrüstung genommen, mein Freund. Hübsches grünes Auge. Müsste nicht langsam mal sein Ding verlieren jetzt? Hey. Das kannst du mal wieder hinstellen. Wieder abbauen. Beim Waffenspiel braucht er dieses Grinding-Ding, glaube ich, soweit ich weiß. Heißt, eigentlich müsste er so langsam mal seinen Beruf verlernen. Rein von der Theorie her. Ja, weiß wohl nicht, wohin mit dir, ne? Weil ich mag ihn nicht. Ich mag den echt nicht. Voll unsympathisch, der Typ. Ich kann warten. Glaub mir. Kann auch noch dein Dings einbehalten. So, jetzt müssen wir es nicht voll kriegen. Natürlich haben wir jetzt das Wasser nicht freigelassen, so wie ich es eigentlich geplant hatte, aber. Ja, gut. Mal gucken, was die Mitte ist. 1, 2, 3, 4, 5 Wasser. Das ist die Mitte. 1, 2, 3, 4, 5 Wasser. Wenn hier Wasser reinläuft. Ach so. Villager. Guck mal hier. Warte, Löffel, da ist er auch. Immer noch so doofe Sachen. Kann er nicht auch mal was irgendwie annehmen oder so? Hier. Kohle für Emerald. Das ist ganz cool. Warte mal. Oder gibt es noch eine bessere? Können wir mal gucken. Ja, weg. Wieder Kohle. Ist Kohle aber normal bei denen? Ich weiß gar nicht. Wieder Kohle. Komm, dann halt Kohle, ist okay. Das Schwert ist nur von Arsch. Ach, komm, wir nehmen mal ein bisschen Kohle und merkt, dass ich das auch noch. Hey, yo, was geht ab? Guck mal hier. Magst du mich hier lieber? Sind wir Freunde? Mann. Gemeiner Bub. Erst soll er Kohle haben, damit er was macht. So, was hattest du? 6, ne? Genau. Ich würde gerne wissen, was er noch hat. Mein Bogen, ich würde gerne Pfeile bekommen. Für irgendwas, das wenig kosten muss oder so. Das wäre geil. Ich meine, Sticks können wir gerade genug machen. Bin ich ja so ein bisschen neugierig, ne? Wie viel nehmen die an? Immer so ungefähr? Viele?
Komm her. Ja, das war's. Teurer? Oh, ach nee, billiger. Ah, hier, guck mal. Drinks. Jetzt haben wir natürlich keinen Spinspawner mehr hier, ne? Aber ein Crossbow gibt er uns jetzt. Journeyman. Oh cool, wir haben jetzt zum Beispiel wieder genug für ein Dings, ne? Ein weiteres Mending-Buch. Haben wir noch Diamanten? Nein. Aber wir haben Emeralds. Wow. Und nicht gerade wenig. Würde ich mal so sagen. Zumindest dafür, dass wir damit was tun können, wollen und so weiter. Aber gut, bevor ich noch mehr Holz investiere, nehmen wir das mal rein hier. So. Der Crossbow, der bleibt. Die Steine bleiben. So. Machen wir weiter. Eimer, genau. Ich wollte einen Eimer. Einen Eimer. Ich werde das, glaube ich, niemals vergessen, dass ich die ganzen Eimer gecraftet habe. Ich glaube, ich werde das nie wieder vergessen. So, wir brauchen trotzdem noch zwei Eisen. Eine ordentliche Hacke, oder? Ach komm, nö. So viel Kabelzunder. Noch mal zwei Haken, oder reicht eine? Eine sollte, glaube ich, ausreichen. Noch eine hier drinnen, glaube ich. Don't Pickaxe. Aber keine Axt, ne? Doch, hier. Hacke meine ich. Pickaxe. Ich meine eine Hacke, Mann. So, das sind die ganzen anderen Gegenstände. Ein bisschen Ausrüstungszeug. Hier sind wiederum andere Sachen. So. Dann gucken wir mal. Der Bereich ist der hier nicht, also der hier. 3, 3, 4, Wasser. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, Wasser. 1, 2, 3, 4. Der Bereich ist schon wieder nicht. Hey. Warte mal. Hier ist das Wasser drin. Und hier aus nehmen wir jetzt 1, 2, 3, 4. So, der Bereich ist auf jeden Fall. So, 1, 2, 3, 4, der Bereich auch. Wusste ich, brauche eine zweite. 1, 2, 3, 4. So. Das für unser Weizenfeld. Dafür brauchen wir Zäune. Oder erstmal allgemein Seeds, wäre ganz gut. Glaube ich. Hey, wo zu? Au. Au. Gehen die Villager eigentlich ins Netherportal? Nee, ne? Ich bin mir jetzt gerade echt unsicher. Hm. Brauchen trotzdem Holz. Hey, lass das Schwein in Ruhe. Ich mob Schweine, du nicht. Alle Bäume weg. Die stören sowieso nur. Was gut an Sumpfbäumen ist, die meisten sind eigentlich eher klein. Das hat Vorteile. Danke, du hast Kohle. Papa, papa. Next one ist weg. Und schon ein paar mehr Zäune, ne?
Deswegen müssen die Bäume, also die Bäume sollen ja so oder so weg, weil hier auch Felder noch hinkommen. Aber jetzt gerade brauchen wir ein paar Zäune. Ein bisschen Beleuchtung wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Wenn ich überlege, ob ich mir ein bisschen Glowstone dahinsetze. Aber ich glaube, ich bin wirklich null sicher. Viel mehr beleuchten tut Glowstone ja auch nicht, ne? Oder täusche mich da? Wow. Da ist eine Schaufel hier dafür. Gut. Aber das war's noch schnell vor heute. Ich weiß, wir momentan öfter mal unter einer halben Stunde, aber es hat auch seine Gründe. 1, 2, 4, dann wäre der Weg hier lang. Das hier wiederum nicht. Nee, es hat seine Gründe. Die sind halt einfach so. Dementsprechend sage ich trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Und, verdammt. Mann, du musst es wirklich mir passieren. Und, oh Gott, ich muss ins Bett. Alle, wir machen gleich Feierabend. Erst vom Bett. Bitte keine Monster, bitte keine Monster, bitte keine Monster, bitte keine Monster, bitte keine Monster. Danke. Boah. Nee. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch irgendwas einfällt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Dann werde ich auch höchstwahrscheinlich darauf reagieren. Auch dann schon ab der nächsten Folge, weil das ist jetzt für heute die letzte Aufnahme für mich. Mache jetzt Feierabend. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei den Folgen gucken, auch bei meinen anderen Projekten, die ja auch in größerer Zahl vorhanden sind. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Minecraft Hardcore. Haut rein. Bye bye.